Hallo Leute, mein Name ist Gabax und ich begrüße euch zu einer weiteren Folge von Factorio in der Season 3. Und wieder mit dabei ist der Lupus. Hallo zusammen. Da unten steht er, was machst du denn da unten gerade? Strom. Ach, Strom. Was mache ich denn gerade? Strom. Okay, du sitzt gerade im Hamsterrad und machst Strom. Ich produziere hier mit meinen Händen Strom. Ja, das ist sehr, sehr löblich. Löblich, meine ich. So. Weil du verballerst ja hier alles. Ja, genau. Ja, einer muss es ja verballern. Weißt du, du bist einer von den Leuten nach dem Motto, ja, mein Strom kommt aus der Steckdose. Ja, kommt das. Weißt du? Ja, wo kommt er denn sonst her? So. Genau. Genau. Und ich war jetzt hier dabei, schon mal die, beziehungsweise das ist jetzt quasi der klägliche Anfang von den Militärwissenschaftspaketen. Boah, schon wieder, ey. Panzerbrechende Munition habe ich schon gebaut. Und als nächstes brauche ich Granaten oder Geschütztürme. Ich glaube, ich fange erstmal mit Granaten an oder guck wenigstens erstmal, was die Granaten oder die Geschütztürme jeweils brauchen. Hagel und Granaten. Cool. Oh, Granaten brauchen nur Kohle und Eisenplatten. Ja, easy. Das ist ja nicht schwierig. Geschütztürme. Wird schon interessanter. Eisenzahnräder, Kupferplatten und Eisenplatten. Und zwar, Alter, nicht wenig. Weißt du, wie viel Kohle wir verbrauchen? Nur für Strom. Viel? Ja. Tja, kommt vor, ne? Soll ja vorkommen. Kommt in den besten Familien vor. Genau. Ich werde jetzt erstmal Granaten produzieren. Granaten! Ja, warte mal, wie viel? So nicht, wie schnell? 8 Sekunden. Wie viele brauchen die? Eine in 10. Okay, dann reicht also. Na, muss ich also mehrere Fabriken bauen. Okay. Ja. Ich habe schon wieder keine. Ich wollte gerade sagen, ich habe keine Kohle mehr. Ich wollte sagen, ja, ich habe keine Eisenplatten mehr. Muss ich mal gucken, wie ich jetzt hier Granaten. Warte mal, da muss ich ordentlich viel. Egal, ich stelle die jetzt erstmal hier irgendwo hin. So, ich brauche nämlich ja für die Granaten Kohle und Eisen. Das heißt, ich lasse hier zwischen einfach mal ein bisschen Platz. Also Luft. So. Eine Luft. Dann gehen wir ja hier quasi so ein Bändchen hin. Und dann stellen wir jetzt einfach hier ein Bändchen hin. Und dann haben wir da genug Luft dazwischen. So. Damit die Maschinen auch atmen können. Was? So, und dann wird hier einmal Granaten produziert. So, ich brauche 8 Sekunden für eine Granate. Und ich werde wahrscheinlich wieder knapp 10 Fabriken bauen. Also für Forschungsdinger. Das heißt, ich brauche 10 Stück in 10 Sekunden. Gabax? Ja? Weißt, was du als nächstes machen könntest? Was denn? Könntest eine Bahn zu einem Kupferfeld bauen? Könnte ich das. Ja. 2, 4, 5. Das ist sehr voll Dufte. Ich habe aber gerade was anderes zu tun. Moment. Das wäre Dufte. Das ist ja schön für dich. Warum echt so viele Granaten? Krass. Ich weiß nicht, ob ich das vielleicht auf beiden Seiten baue. Ich glaube, das wäre schlauer. So. Mache ich gleich. Moment. Ich habe hier gerade noch zu tun. Ja. So, dann machen wir das. Ist so lange Zeit, bis das Kupfer ausgeht. Ja. So, dann machen wir jetzt hier 8 Stück. Sollte reichen. Dann wird jetzt nämlich hier in die Mitte, da werden die Granaten draufgeschmissen und hier kommt das Eisenerz. Quatsch, die Eisenplatten. Granaten werden draufgeschmissen. Meinst du, das ist schlau? Da wird sie gleich explodieren. Gleich, wenn sie aus der Fabrik kommen. Funktioniert, Test bestanden. Genau. Nix da. Dafür ist es da. Genau das. So, dann muss ich wieder ein paar Ärmchen. Wir brauchen, glaube ich, mal eine Produktion für schnelle Greifarme. Weil ich raste hier bald aus, dass ich immer wieder die bauen muss. Hm? Meinst du jetzt die blauen? Ja. Okay. So. Dann brauche ich hier gleich noch Strom. Habe ich schon wieder kein Stromkabel mehr. Gott, was das geht ja gar nicht. Oh, wir werden angegriffen. Wo war's? Wo war das? Irgendwo wurde gerade ein Turm beschädigt. Rechts schon wieder. Schon wieder rechts. Immer nur rechts. Hm. Meine Güte. Oh, mit dieser Rechtsdrall. Schlimm. Rechtsdrall ist so geil. Weil ich weiß immer nicht, dieser in Angriff von rechts. Ja, genau. Oder das. Immer dieser rechte Angriff. So. So. Zack, zack, zack. Ich weiß ja nicht, was du schon wieder denkst, aber. Was? Wieso? Ich denke gar nichts. Du denkst gar nichts? Interessant. Nee. Jetzt hast du endlich mal bewiesen, dass du nichts denkst.
Warte mal, das war jetzt. Ich mache es dir gleich. Ja, immer diese Ausrede. Oh, hier unten ist ja auch schon der Turm. Alter Schwede. Der ist ja schon auch schon halb schon Schrott hier, der Turm. Ja, dann reparieren doch. Schon dabei? Wäre eine Möglichkeit. Oh, der hat auch, komm noch mit zu. So. Hier erstmal wieder die Dinger kappen. Dass das hier nicht weitergeht. Zack. So, warum ist das schon wieder so dunkel hier? Ich sehe nix. So. Turm repariert. Ach, dann die brauchen ja auch noch Kohle. Verdammt. Moment, dann erstmal kurz abbrechen. Wie kriege ich denn jetzt auch Kohle? Da sind sie gerade gekommen. Kohle. Wo kamen die denn? Ah ja, die Nester. Wenn das Nest oben rechts kommt, das wird böse. Wie kriege ich denn jetzt hier Kohle rüber? Kannst du mir das mal verraten? So. Aha, so. Genau so. So, ah, okay. Ja. Dann werde ich jetzt mal das so machen. Dann wird nämlich hier die Kohle einmal rüber transportiert. Ich muss schon wieder. Was? Du musst schon wieder? Ja, nee, ich muss schon wieder hier. Ach so. Dinger bauen. Oh, ich habe ja sogar Kohle dabei. Wow. Sogar gar nicht wenig. Du musst schon wieder. Ja, genau. Eine Sekunde. Wo ist denn jetzt? Irgendwie vermisse ich gerade eine Forschung für Batterien. Dann könnte ich schon mal produzieren, weil ich ja Kohle dabei habe. Da. Achso, dann müsste ich erstmal die Granaten einstellen. Dann noch mehr Kohle. Zack, 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 zack. Da habe ich keine Kohle mehr. Dann wird erstmal wieder eine Kiste hier provisorisch hingestellt, damit die schon mal einlagern kann. Und dann braucht der natürlich ein Stromkabel. So. Wunderbar. Oh, und ich brauche wieder Eis. Alter Schwede. So, hier kommt dann die Kohle drauf. Was? Hier kommt ja überhaupt keine Eisenplatten hier hinten mehr an. Wow. Also, ich stelle immer wieder fest, wie bescheiden unsere Produktion ist, ey. Weißt du das? Tja. Wer ist denn dafür zuständig? Wer sagt denn, dass ich dafür zuständig bin? Ich habe nicht gesagt, dass du dafür zuständig bist. Ich habe nur gefragt, wer dafür denn zuständig ist. Das war so ein unterschwelliges. Wer ist denn dafür also, zuständig? Sorry, aber das ist total interpretiert von dir. Also das ist die Interpretation deiner Gedanken. Ich bin gerade der Deutschlehrer. Meine Interpretation ist richtig, alles andere ist falsch. Ah ja, genau. Weil ja auch eine Interpretation falsch sein kann, ne? Ja, ist ja richtig. Achso, also, wie kann ich? Ich dachte, das lernen wir in der Schule. Interpretation können auch falsch sein. Ja. Also das habe ich so in der Schule gelernt. Ja, stimmt allerdings, ne? Hat man ja wirklich gelernt in der Schule. Das ist auch Interpretation falsch. Ja, hat man, tatsächlich. Sonst würdest du ja keine Noten auf eine Interpretation bekommen, oder? Ja, eben. Ich glaube, das Beste bei mir war mal eine 3 für eine Interpretation. Ja. Nee, falsch interpretiert. Aha, interessant. Aha. Ja. Wer sagt, dass das eine falsche Interpretation ist? Der Lehrer. Ja. Weil der eine andere Ansicht ist. Interessant. Können wir denn jetzt Kupferplatten, ey? Das gibt's doch nicht. Die These muss er mir erstmal widerlegen. So, Oh, das konnte mein Deutsch ja richtig. Da kann ich dir was erzählen. Das war so geil. Oh. Aber nicht jetzt. So, ich muss jetzt mal gerade gucken, ob hier genug Kohle ankommt. Die produzieren ja ganz schön schnell gerade. Ich befürchte, also hier kommen fast gar keine Eisenplatten mehr an. Was ist da los? Ja, ich weiß es nicht. Irgendwie ist die Eisenproduktion, die du umgebaut hast, nicht so dülle. Nicht so dülle? Was ist denn dülle? Aber wir können gleich mal das andere da ersetzen. Dolle. Ja, das war so ein vielleicht, was verniedlicht. Das war so eine Verniedlichung. Dulle, aha. Verniedlichung. Ich weiß ja nicht, was bei dir niedlich ist. So. Da wir jetzt eher schon erweiterte Munition bauen, brauchen wir ja die einfache gar nicht mehr, ne? Ansonsten, ich produziere gleich noch ein paar Lichtbogenöfen und dann. Ja, dann kannst du das unten nochmal erweitern. Also das Problem liegt auf jeden Fall nicht in der Produktion selber. Beziehungsweise, nein, andersrum. Am Erz liegt's nicht. Nee, am Erz. Es liegt eher an der Abtransportierung. Wieso? Das Band ist doch leer. Ja, aber hier, die arbeiten alle komplett. Also. Achso, ja, ja. Nee, also die Lichtbogenöfen arbeiten noch sehr langsam gerade. Ja, es sind halt keine Module drin oder nichts. Ja, es ist. Wir können jetzt erstmal die Arbeitsrobotergeschwindigkeit ändern. So. Mach das. Ja, mach ich auch.
Wir haben noch nicht mal welches. Und da willst du schon deine Geschwindigkeit ändern? Stell ihr Schweine! So, die können wir schon mal abreißen. Die sind eh nicht mehr in Funktion. Brauchen wir eigentlich die normalen Öfen noch? Also diese Hochöfen? Nee, denn die würde ich ja gleich ersetzen. Ja, aber brauchen wir die für irgendwas noch? Also kann man die noch mal weiterbauen irgendwie? Oder braucht man die für irgendwas? Ich glaube nicht. Achso, du warst schon dabei, das da abzureißen? Ja, ja. Hoppala. Das war falsch. Achso, du reißt das. Nee, das ist sogar richtig. Weil du brauchst Platz. Aber du machst das ja. Ich helfe dir nur gerade so ein bisschen. Achso, das ist aber nicht von dir, danke. Ja, bitte sehr. Bin ich ja gar nicht so. So bin ich. So bin ich. Siehst du? Bin ich ja gar nicht gewohnt, dass du mir hilfst. Ha, was? Bin ich ja gar nicht gewohnt, dass du mir hilfst. Bitte was? Ich bin immer hilfsbereit. Immer. Seit wann? Was? Seit Gabax? Übermorgen. Gabax? Ja. Kannst du das hier machen? Was kann ich denn machen? Das zu Ende bauen. Ich muss mich gerade um was viel Wichtigeres kümmern. Strom? Strom. Kommt da keine Kohle an? Gleich nicht mehr. Guck. Gleich nicht mehr. Okay, kannst du mir mal bitte die Lichtbogen öffnen geben? Ja. Dann stelle ich mir meine Kiste. Einen kann ich eben noch zu Ende bauen. Oder einen baue ich gerade noch zu Ende. So. Da. Ach, okay, danke. Dann schließe ich nämlich mal das Kohlefeld unten an. Weil sonst, haben wir hier gleich keinen Strom mehr. Ja, wir werden ja gleich noch weniger Kohle verbrauchen, dadurch, dass wir jetzt keine... Also beziehungsweise nur noch Lichtbogenöfen drin haben. Gut, ist natürlich die Frage, ob der Verbrauch dadurch nicht eventuell sogar höher wird. Ja, ich wollte gerade sagen, wieso verbrauchen wir dann weniger? Die Logik verstehe ich nicht. Ja, alles gut. Ich werde mal kurz dir Kohle runterbringen, weil ich habe gerade so viel Kohle in der Tasche. Ja, tu sie einfach da in die Dinger rein. Ne? Genau. Ja, mache ich gerade. Dann haben die wenigstens ordentlich vor Ort. Vorrat. Ja. Da, das war's schon. Mehr habe ich nicht. Ja, jetzt wo wir so... Ich hätte nicht gedacht, dass wir so viel Strom auf einmal verbrauchen. Tja. Geht manchmal schneller, als man gucken kann. Ja, das ist richtig. So. Dann wird hier das Kupfer... Nee, das Erz angeliefert. Oh Gott, das muss ich ja alles umbauen hier. Moment. Da erstmal die Kohle hier weg. Moment mal. Gott. So viel Erz, was hier ankommt. Können wir gar nicht so schnell verbrauchen. Kann der überhaupt noch abladen, der Zug, oder? Der Erzzug? Ja. Ich glaube nicht. Schon alles so voll hier. Oh, jetzt fehlt hier wieder Strom. Habe ich noch genug Kabel? Ja, habe ich. So, mal gucken. Ja, das lässt sich hier alles mit Drohnen eigentlich viel einfacher machen. Aber leider brauchen wir es gerade dringend. Deswegen muss es per Hand bauen. Wir können auch noch keine Drohnen bauen. Na doch, theoretisch schon. Also wir müssen nur diese erweiterten Motoren bauen. Ja, okay, dann müssen wir gleich noch Schmiermittel produzieren aus Schweröl. Ja, achso. Ja gut, das... Schmiermittel haben wir noch nicht. Das ist nicht mein Aufgabengebiet. Aha, so sucht der Herr sich raus zu. Winden. Ja. Nicht zu winden, rauszureden. Ja, meine ich doch. Oder die Tatsachen auflegen, also... Kommt das gleich hinaus. So. Dann haben wir dieses komische Kabel hier endlich weg. Zack. Achso. Ach, schon wieder kein Platz mehr. Erstmal die scheiß Erze hier wegmachen. So, zack, 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 zack. Jetzt habe ich keine mehr. Ja. So. Die Sachen aufsammeln, die kann ich gebrauchen. Und wir produzieren immer noch nicht genug Eisenplatten. Nicht? Nein. Aber was ich gerade sehe, ist, dass die Reihe hier zu lang ist. Wir haben ja hier 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Also 14 Lichtbogenöfen hintereinander ist zu viel, weil jetzt können die ersten vorne nicht mehr drauflegen.
Das war ein bisschen doof von der Länge hier. Achso. Sollten wir vielleicht. Ja, das kommt darauf an, ob sich das zurückstaut oder nicht. Naja, es staut sich gerade. Die vorderen können nicht drauflegen, das ist das große Problem. Deswegen werde ich jetzt. Ach mal nur ja, ich sehe da auch das Problem. Ich wüsste aber eine Lösung, eine kurzzeitige. Rechte Seite von dem Teiler, linke Seite vom Teiler das Band hochlegen und oben an den zweiten Teiler anschließen. Oder sogar an Stahl direkt anschließen. Das wäre eine Lösung. Ja, aber es generell auch später haben wir das Problem, wenn wir 14 lang haben, das kriegen wir gar nicht alles abtransportiert. Ich weiß, das ist, ich hab's aber nicht. Ich mach mal auf, ich reduziere mal auf 12. Und dann baue ich lieber noch eine Reihe da drüber oder so. Geht klar. Das ist deutlich effizienter. Effizienter. Effizienter? Nee, effizienter. Achso. Oh Gott, jetzt ist natürlich. Einen ganzen Strom müssen wir hier dann aber auch irgendwie. Der stört hier. Die stört Strom. Ja, der stört hier vom Platz her. Will Strom haben, aber er stört mich. Ja. Weißt du doch. Ist genauso Atomkraft ja, aber bitte nicht in meinem Vorgarten. Achso. Dann nehmen wir halt den Nachbarn. Genau. Das ist die Mentalität. Nee, wir wollen Atomstrom, aber nicht bei uns. Also das Atomkraftwerk soll nicht bei uns sein. Und es soll auch nicht der Müll zu uns. Achso. Der kann woanders hin. Hauptsache, wir haben Atomstrom. So, mal gucken, wie das jetzt mit der Produktion. So. Läuft. Ne? Lol. But you know what, ne? Lol, sagt er. Was? Lol? Lol? Du hast Lol gesagt. Hoffler hat Lol gesagt. Hoffler hat Lol gesagt, ja. Was schneller. Total lächerlicher Witz. Und was noch lächerlich ist, dass wir schon wieder am Ende dieser Folge sind. Ich werde jetzt hier das noch anschließen kurz und dann ja, haben wir schon wieder mehr Eisenerz, was wir produzieren, hoffentlich. So. Ne? Also würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, dann könnt ihr gerne einen Daumen da lassen und ich würde sagen, wir sehen uns einfach zur nächsten Folge, wenn es wieder heißt Factorio. Also bis dahin, ciao. Tschüss.